Ich rede viel zu oft über Ernährung, aber viel zu wenig über die Psyche eigentlich. Und das habe ich auch ziemlich bewusst so gemacht, denn man kann aufgrund der Psyche immer mehr in die Esoterik-Schiene geschoben werden. Und ich versuche eben auch jetzt mal psychosomatisch, das heißt von der Psyche her, den Körper belastend, es so wissenschaftlich wie möglich zu erklären. Die meisten Krankheiten haben ihren Ursprung unter anderem in der Psyche. Daher nutze ich Dinge zur Entspannung, wie zum Beispiel diese Lampe hier. Ja. Oder ich höre auch zum Beispiel Affirmationen von Saint-Germain, zum Beispiel kann ich hier mal einblenden. Ich bin die Gegenwart, die das meisterliche Heim erzeugt. Höre Chillstep dabei, eine bestimmte Musikrichtung. Ja. Gehe in den Wald spazieren, wenn man mehr mir auf Instagram folgt, der weiß das alles. Und warum ich das alles so mache und warum das so wichtig ist, schaut mal genau zu in diesem Video. Ich zeige euch eine schöne Abbildung aus einer Studie, die genau den Zusammenhang darstellt zwischen Psyche und Immunität. Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren. Sie sind Antagonisten. Hier sehen wir eben rechts den gesunden Zustand, wo alles im Gleichgewicht ist. Unten links sehen wir den, der die emotionale Störung vorliegt. Schwächt es den Organismus und den Körper, muss Arbeit übernommen werden. In Stresssituationen müssen andere Enzyme und Hormone gebildet werden, zum Beispiel Cortisol oder mehr Zucker aus der Leber mobilisiert werden und damit auch mehr Insulin. Dabei fallen mehr Radikale an, die das Immunsystem schwächen könnten. Unten links sehen wir, wenn der Körper zum Beispiel einem Infekt ausgesetzt wird. Dann hat dies auch Einfluss auf deine Emotionen, denn du kannst nicht mehr alles tun, was du sonst so getan hast. Zum Beispiel Sport, Arbeiten und so weiter. Du bist schneller müde, kannst weniger soziale Kontakte pflegen. Die körperliche Verfassung beeinflusst ebenfalls immer die emotionale Ebene. Oder wenn man krank ist, weiß man eben, es zu schätzen, wie es war, als man gesund war. Der Gesunde hat 1000 Wünsche, der Kranke immer nur einen. Für viele ist dies immer noch Hokuspokus, aber dies ist sicherlich nicht so, denn Studien zeigen eben ein komplettes Gegenteil. Untersucht wurde 2014 zwei Entzündungsmarker bei insgesamt 60.000 Probanden aus einer Meta-Analyse. Der CRP-Wert und der IL-6-Wert. CRP-Wert kennen wir zum Beispiel, Entzündungsmarker, ja, und Interleukin-6 ebenfalls, ja. Beides sind Marker für Entzündungen im Körper und korrelieren direkt mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie auch Schlaganfällen, Diabetes und allgemein höherer Sterblichkeit. In der Wissenschaft untersuchte man Menschen in Charaktertypen, 5 an der Zahl. Extravertiert, nach außen gerichtet, der Haltung, Gegenteil ist introvertiert. Verständlichkeit, wozu ich definitiv nicht gehöre. Gewissenhaftigkeit, dazu gehören Selbstkontrolle und Genauigkeit. Neurotizismus, ja, das heißt Nervosität, Reizbarkeit, Klagen über Ängste und Offenheit für Erfahrung. Untersucht wurde in der Studie Probanden, die eine deutlich manifestierte Gewissenhaft hatten, das heißt Selbstkontrolle und Genauigkeit. Und das absolut Verblüffende ist, bei einer hohen Anzahl von Probanden und Studien sieht man hier sehr klaren Trend, dass der CRP-Wert, der Entzündungswert, wie auch das Interleukin 6 deutlich niedriger sind als bei anderen Menschen. Alles unter 25 ist mit einem verringerten Wert zu betiteln. Jetzt hat man 2014 weitergeforscht zu den 5 Persönlichkeitsmerkmalen, untersuchte die Genexpression, das heißt, inwieweit Gene abgelesen werden bei den bestimmten Persönlichkeiten. Welche Gene werden vermehrt abgelesen und versucht, einen Zusammenhang zu sehen. Interessant zu sehen war, dass links A die Gene, die für eine Entzündung verantwortlich sind, deutlich mehr bei N und E abgelesen wurden. Und dass der Neurotizismus, Nervosität, Reizbarkeit und Ängste an den Tag legt. Und der extravertierte, nach außen gerichtete Haltung. Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit sowie Verständlichkeit korrelieren negativ und erwiesen sich als entzündungshemmend auf den Habitus. Um das Ganze zu verifizieren, lösen Entzündungen eine Immunantwort auf die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Und genau die N- und E-Gruppe der Persönlichkeit, die zuvor ja mehr Entzündungsgene exprimiert zeigten, und vermehrt eine Immunantwort, was auf die höhere Leukozytenzahl zurückzuführen war.
Natürlich klar, vorher mehr Entzündungen, jetzt auch mehr weiße Blutkörperchen. Die beiden Gruppen decken sich anscheinend hier. Und es ist nicht nur etwas Langfristiges, was man schwer beeinflussen kann. Nein, es passiert jetzt gerade in dir, was du jetzt denkst, was du jetzt fühlst. Ich möchte dir jetzt zeigen, in der Studie haben über 70 Studenten, die in einer Rede halten sollten, dann Blut abgenommen bekommen. Während und danach. Wir sehen hier, dass die Leukozyten von 6 vor der Rede auf 6,75 bei der Rede stiegen und 15 Minuten später wieder fielen auf 6,18. Denselben Trend sehen wir hier bei den Lymphozyten, den Anstieg bei der Rede und der spätere Fall wieder. In der Kontrollgruppe bei den Leukozyten und Lymphozyten der Immunzellen ist dies nicht der Fall gewesen, daher kausal, es liegt an der Aufregung der Anstieg der Immunantwort. Jetzt hat man das noch weiter spezifiziert. Die Immunzellen und die Killerzellen betrachten wir. Sehen wir hier die Vergleiche vorher und bei der Rede bei den Studenten. Diese haben sich einfach verdreifacht innerhalb von Minuten von Angst und auch hier sehen wir wieder in der Kontrollgruppe eben nicht. Da passiert gar nichts. Daher wirklich kausal beeinflussbar in Studien hier. Hier auch das Ganze nochmal auf einem Graphen aufgetragen. Hier wurde auch wieder Studenten getestet, Wochen vor der Klausur, ja, und einen Tag vor der Klausur. Und hier sehen wir ganz klar zu sehen, wie die Immunzellen ansteigen. Und das rein durch das Gefühl Angst und Aufregung. Was meinst du, wenn man dir nachts Blut abnehmen würde, heimlich, oder wenn man dir beim Arzt Blut abnehmen würde, du voller Aufregung dort sitzt und was für Ergebnisse wohl herauskommen werden? So wie die Zuckerwerte steigen steil an bei Stress aufgrund der Zuckergewinnung aus der Leber, die Gluconeogenese und so weiter. Da sind Blutwerte immer nur als eine Tendenz zu sehen, da sie sehr stark beeinflussbar sind, weil unsere Stärke bzw. unsere Stärke ja wirklich in der Psyche liegt. Ja? Aber was wichtig ist, Gesundheit ist so, wie du von dir denkst. Du kannst noch die beste Ernährung haben, wenn du ständig Angst hast, was falsch zu machen und dich stresst, diese aufrechtzuerhalten, dann wird dir diese Ernährung nun mal mehr schaden, als sie dir nutzen wird. Daher muss eine Ernährung immer umsetzbar sein und nicht dich selbst stressen, weil du dich vor Theorie sonst irgendwie erdrückt fühlst. Ich möchte hier nochmal an die Macht des Unterbewusstseins appellieren. Zum Beispiel, wenn du Gift schluckst, dann erbrichst du nicht. Das machst du nicht bewusst. Das macht dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein möchte immer, dass es dir gut geht. Auch nachts, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast, schlägt dein Unterbewusstsein für dich, beziehungsweise lässt das Unterbewusstsein das Herz für dich weiterschlagen, die Lunge für dich weiteratmen und so weiter und so fort. Kommst du in eine Stresssituation, merkst du, bekommst du Herzstolpern, Herzrasen, Verdauungsprobleme. Das sind alles Dinge, die dein Unterbewusstsein normalerweise steuert. Das heißt, du kannst bewusst dein Unterbewusstsein beeinflussen und damit deine Gesundheit ruinieren. Ich möchte euch hier nochmal sehr, sehr stark Bücher zum Beispiel von Dr. Joseph Murphy an die Hand legen, die mir sehr viel geholfen haben bei mir im Leben. Oder Saint-Germain kann ich dir auch sehr gut empfehlen. Ein bisschen religiös angehaucht, wie auch immer, kann man nehmen, wie man will. Ich möchte niemanden eine Religion aufzwingen oder solche Sachen. Das kann man auch einfach objektiv sogar hören. Und ich hoffe, ich konnte heute mit diesem sehr, sehr wichtigen Video dir mal klar machen, dass eben nicht nur die Ernährung eine große Rolle spielt, sondern eben auch du, was du denkst. Denn der Mensch ist verkörperter Glaube und nichts weiter als das. Dankeschön fürs Zusehen. Ja, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut, meine liposomalen Supplements mit höherer Bioverfügbarkeit, um dadurch den Kanal zu unterstützen. Bis gleich auf vitasomal.de. Ciao.